Ride Live Lounge wird präsentiert von motoricado.ch, Zürich Versicherung und der Schweizer Paraplegiker Stiftung. Herzlich willkommen bei uns in der Live Lounge von Motorsport Schweiz. Mein Name ist Brigitte Buri. Ich bin Redaktorin für Reisen in unserer Zeitung. Wir haben heute ganz einen speziellen Gast bei uns, wo ich mich sehr freue, dass er da ist. Das ist der Marc Lind, Bassist bei der Gotthard und seit einem Jahr auf Victory unterwegs. Ja, hallo miteinander. Schön hier zu sein und ja, ich freue mich jetzt ein bisschen zu plaudern mit dir. Am 4. April, Marc, kommt eure neue CD raus, die heisst Bang. Bang ist eigentlich eine Fehlzündung. Jetzt hoffen wir nicht, dass die Fehlzündung vom Töfffahren hergekommen ist. Aber mich nimmt Wunder, inwiefern hat das Töfffahren das Album beeinflusst? Also Bang ist ja eine Fehlzündung, aber es tönt dann immer gut. Es freut sich immer jeder bei einer Fehlzündung, weil es wirklich dann hinten raus schießt. Das Töfffahren hat uns diesmal nicht so, wie soll ich sagen, inspiriert für CD, aber das Allgemeine, was mit dem Töfffahren zusammenhängt, mit dem Leben, die Freiheit, hat uns inspiriert. Und zwar natürlich das, was wir in den letzten Jahren haben müssen erfahren, ist natürlich auch das Glück, wieder zu starten, das Glück, wieder frei zu sein, das machen, was man will. Und das ist ja beim Töfffahren im Zusammenhang auch, auf dem Töff hocken, Freiheit zu haben. Das ist alles in dieser CD drin. Also es gibt auch einige Texte, wo es wieder mal heisst, wenn ich auf meinem Bike hocke und eine Runde fahre, gibt es zwei, drei Songs, wo das drinnen vorkommt. Oder eben, ich habe meinen Motor auf Overdrive, weil das ist natürlich auch so ein Ausdruck, wo die Freiheit bedeutet. Und Bang ist für uns eigentlich mehr gesehen, Deck, da ist es, Clash, da ist es, es ist geil, es ist cool. Und Bang hat ja noch eine dritte Bedeutung, die jeder im Diktionär nachschauen kann. Definitiv. Ihr seid genau seit einem Jahr jetzt Markenbotschafter von Victory, einem neuen, schönen amerikanischen TÜV, einem grossen mit den V2-Zylinder-Motoren drin. Dein Fazit jetzt nach einer Saison mit deiner Victory Cross Country Tour, wie fällt das aus? Ich konnte ja von den Jungs jeden TÜV fahren und sie haben so ein mehr den Hammer umgebaut, so ein reduziert aufs Minimum, aber ganz schönes Design. Und ich bin halt auch, der von uns mehr Kilometer macht und habe wegen dem auch eine grössere Maschine wollen, um wirklich weit zu fahren. Und mein Fazit von diesem Jahr ist, ich bin sehr, sehr glücklich. Ich habe ein tolles Fahrgestell, ich habe tolle Bremsen, ich habe einen kräftigen Motor. Es dürfte man manchmal für das Gewicht, das ich habe, für fast 500 Kilo Vollgewicht, dürfte ich fast manchmal noch ein bisschen mehr Bums haben. Aber ich glaube, das kommt in der nächsten Zeit auch noch. Ich habe gehört, jetzt heute ist ein Update da. Das gibt wieder ein paar Cavalli mehr unter der Haube. Aber der TÜV selber traumhaft. Man fühlt sich wohl. Ich bin mit Kollegen ausgefahren und die haben gesagt, wow, man merkt richtig, wie wohl du dich fühlst auf dem TÜV. Man leitet aber das große, schwere Paket, läufst bis auf die Seitenrasten nach, wenn man läufst, runter, und hast einfach eine tolle Sicherheit drauf, mega Fahrgefühl. Und wichtig ist auch, für so einen schweren TÜV, für so einen grossen TÜV, gute Bremsen. Und mit den Bremsen bist du zufrieden? Sehr zufrieden, weil wenn ich es vergleiche, was sonst von Amerika kommt, ist das wirklich der TÜV mit den stärksten Bremsen. Und ich finde halt, Bremsen ist halt im engsten Fall immer noch das Wichtigste. Ja, im Ernstfall. Gibt es ein paar Sachen, die du in diesem TÜV speziell verändert hast? Noch nicht gross. Also ich habe natürlich eine andere Auspuffanlage drin, weil der Grundsound ist nicht zufriedenstellend wie bei jedem TÜV. Aber es gibt auch gute Alternativen. Ich sage jetzt nicht, welche Marken und so, weil sonst muss ich dann gerade den TÜV wieder vorführen. Sonst habe ich Kleinigkeiten verändert, wie das Windschild habe ich ein bisschen kleiner gemacht und Sissi-Bar und so, einfache Sachen dazu. Was ich am meisten verändern würde, ist, bei der hinteren linken Seitentasche hätte ich gerne einen Kühlschrank drin. Okay, warum? Weil das wäre es schon, weißt, oben Softgetränk, unten ein bisschen andere. Einfach wenn man lange Touren macht, hat man ja viel Durst und das wäre natürlich wirklich noch top. Mit dem gekühlten Getränk. Genau. Was habe ich noch rein? Da ist ein bisschen stärkere Soundanlage.
weil ich einfach gerne richtig laut Musik los und ich würde gerne, als Bassist würde ich gerne Bass haben. Und das muss einfach gegeben sein. Und es gibt einfach kein Standardmodell von keiner Marke, wo irgendwie einen guten Basslautsprecher hat und darum habe ich selber dort etwas eingebaut. Okay, das können wir dann vielleicht einmal noch hören, wenn man die hört unterwegs auf dem Gotthard. Richtig. Du bist jetzt hier durch die Messe gelaufen, wie wir alle. Wir haben uns ergötzt an diesen schönen Töffeln, diesen Farbigen. Gibt es irgendein Töff, wo du noch könntest schwach werden dabei? Also sprich eine, wo du findest, die muss jetzt unbedingt noch fahren, da will ich wissen, was geht. Ja, also ich habe in meinem Leben noch nie einen BMW gefahren und es gibt die K1000 S, wo ich einfach mal vom Fahrgestell her gefahren. Ich bin nicht BMW-Fan, es ist für mich, wie soll ich sagen, zu much Touring-mässig, aber ich habe mal gehört von dem Fahrgestell und vom Motoren-Power und von der Dynamik vom Fahren, möchte ich gerne mal drauf hocken und einfach mal so einen Tag mal schnell einen Ausflug machen. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich vielleicht mal beim Händler durch und mal eine antesten und zwar geht es einfach zum Vergleich. Ich bin aber extrem zurzeit wirklich extrem zufrieden mit dem, was ich habe. Gut, das ist ja der BMW, die, die du erwähnst, ist eine ganz andere Liga. Also das ist eher ein schneller TÜV. Könnte man schon fast auf die Rennbahn damit oder gehört fast dort hin? Hast du Ambitionen? Oder? Ich bin zweimal auf der Rennstrecke gesehen mit schlechtem Resultat. Das hat den künstlichen Oberarm und es trümmert das Knie. Okay. Und ich habe mir versprochen, dass ich nicht mehr auf Rennstrecken gehe, weil ich immer über das Limit gehe, über mein Limit. Weil das Adrenalin ist halt doch eine gefährliche Sache. Und seitdem habe ich gesagt, Rennen muss ich aber noch fahren und habe jetzt angefangen, in einem Go-Kart-Team regelmässig Go-Kart fahren. Das hat man ja gut können verfolgen auf deiner Facebook-Seite. Hat das Spass gemacht mit diesen Go-Karts in dem Fall? Ja, natürlich. Also ich brauche das Rennfeeling, das ist lässig und in einem Team zu kämpfen für etwas. Und das Go-Kart-Fahren, das ich mache, ist ja nicht nur so ein 2-Stunden-Rennen, sondern sind es 24-Stunden-Rennen. Oder das längste, was ich gemacht habe, 99-Stunden-Rennen. Also das geht dann auch um die Ausdauer, das geht um die Substanz. Und das Rennfeeling ist da, weil mit dem TÜV ist man einfach das gefährlich geworden, in Anführungszeichen, wenn ich nicht Musik machen will, nicht in einer Band würde spielen, dann wäre es vielleicht etwas anderes. Aber ich habe eine gewisse Verantwortung meinen Kumpels gegenüber. Und der Beruf Musiker, den ich mache mit meinen Jungs, wo wir seit 20 Jahren einfach eine tolle Band hergebracht haben, die immer tolle Leistung bringt, werde ich nicht vermissen. So wichtig ist mir dann das Rennfeeling auch nicht. Das ist sehr verantwortungsvoll. Wären wir gerade bei der Schlussfrage jetzt auch. Gotthards neues Album, Konzert in der Schweiz. Wenn und wo kann man euch sehen, vielleicht, damit man sich das Datum schon mal merken kann? Also das Erste, was wir haben, ist Swiss Music Award, wo wir am 7. März im Hallenstadion werden auftreten. Das ist das erste Mal, wo wir irgendeinen Song überhaupt live bringen. Das wird viel, was viel sein, die aktuelle Single. Und das wird sicher ein riesiges Event, weil das ist ja auch das erste Mal im Hallenstadion, also mit richtig vielen Leuten, das wird der Hammer. Und nachher werden wir eine kleine Warm-up-Tour haben und dann Platte-Release im Volkshaus, Platte-Release-Show, da wird also ohne Vorband, ohne nichts, werden wir einfach auf die Bühne gehen und eine Party machen. Und durch den Sommer durch, werden wir einige Openairs bestreiten, wie Arbon, wie Hinwil oder Murten. Und im Herbst wird es dann eine ausführliche Tour geben in Europa, auch Schweiz am Schluss. Und unsere Daten können alle Leute auf www.gotthard.com nachlesen. Da gibt es auch den Link für Tickets und wir freuen uns natürlich mega, wenn ihr kommt und Gotthard 2014 anschaut. Gut, danke vielmals, Marc, dass du gekommen bist zu uns. Weiterhin viel Spass mit deiner Victory. Herzliche Grüße an deine Jungs. Und hier in der Motorsport-Lounge geht es dann noch weiter. Was wir jetzt noch haben als kleines Zückerli, das ist eine Anspielung vom neuesten Albumsong von der Gotthard. Vielleicht kannst du das sagen. Feel what I feel. Ciao miteinander, schönen Tag. Live Lounge wird präsentiert von
motoricado.ch, Zürich Versicherung und der Schweizer Paraplegiker.